Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kurzen Folge von The Infected. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr mit dabei seid. Und zwar in diesem Video ganz kurz und knapp alles zum Holzscheitwagen und was man genau darauf transportieren kann. Den Holzscheitwagen findet man unter Sonstiges und um diesen bauen zu können, benötigt man Holzscheit, Bretter und Nägel. Die Bretter bekommt man, wenn man diesen Sägetisch hier fertig baut und die Nägel bekommt man am Amboss, um Eisenbarren zu bekommen, aus denen man dann wiederum Nägel machen kann. Kann man in die Höhlen gehen, die hier auf der Karte mit einem X markiert sind. Oder man kann Steine einschmelzen. Und zwar alles am Anfang auf dieser Steinschmiede hier. Um überhaupt Stein oder Erze abbauen zu können, benötigt man die Steinspitzhacke. Und ansonsten auch auf jeden Fall ein wenig Geduld in den Höhlen. Denn das kann eine Weile dauern, bis man da so einiges zusammenbekommt. Wenn man Steine einschmilzt, bekommt man solche Eisenbrocken. Hat man 5 von diesen Eisenbrocken zusammen, kann man daraus wiederum einen Eisenbarren schmelzen. Und so könnte man auch, ohne in die Höhlen zu gehen, seine ersten Eisenbarren bekommen. Allerdings ist das natürlich auch zeitaufwendiger. Hat man dann seine ersten Eisenbarren, muss man diesen nur noch auf den Amboss ziehen und kann sich dann Nägel herstellen. 10 Nägel bekommt man pro Eisenbarren und genau 10 benötigt man auch für einen Holzscheitwagen. Okay, auf dem Holzscheitwagen kann man Folgendes transportieren. Zum einen kann man pro Karren immer ein Tier transportieren. Ebenso diese Lagerbehälter. Die müssen allerdings auf dem Boden schon fertig gebaut sein. Und dann kann man die hier mit draufstellen. Möchte man allerdings zum Beispiel Kohle sammeln aus der Höhle oder einfach nur Steine, hat man die Möglichkeit, hier so eine Steinkiste zu bauen oder auch die Kohlekiste. Dann kann man auch diese Kisten auf den Karren laden und zusätzlich auch noch die anderen Lagerbehälter. Außerdem kann man natürlich auch Holzscheite auf dem Wagen transportieren. Darum habe ich auf jeden Fall auch 2 Karren, damit ich da immer mal wieder variieren kann. Okay, und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und tschö mit Ö.